Silvia, es ist ganz einfach. Als ich in die Politik gegangen bin, reingewachsen bin, waren für mich die alteingesessenen Parteien von Rot und Schwarz veraltet. Die Struktur hat mir nicht gefallen und ich habe Veränderung gesucht. Das heißt, ich habe gespürt, dass in der Bevölkerung die Leute eine Veränderung suchen und die habe ich mit meinen Mitstreitern damals herbeiführen können. Warum heute LBL, ist auch ganz einfach erklärt, weil die LBL eine überparteiische Plattform ist, die parteifrei, ohne irgendeinen Druck einer Lobbyistenfraktion hier wirklich frei von der Leber agieren kann, sich wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen muss und soll, sondern wir sind eine Partei, die mit den Menschen arbeitet in diesem Land. Und das erfüllt uns mit Stolz, erfüllt auch mich mit Stolz, für diese parteilose Liste zu kandidieren, auch hier mitzuarbeiten. Ich bin schon seit 2007 Vizebürgermeister, wie du weißt. Und wir haben gesehen, dass die Bevölkerung das auch sehr stark mitträgt. Und wir werden hier in dieser Richtung sehr viel noch beitragen können. Wir haben viele Projekte in der Vergangenheit, sei es in Deutschkreuz, sei es im Bezirk, sei es im Land, auch als kleine Nichtpartei es geschafft, hier Projekte weiterzubringen. Ich darf zum Beispiel hier erwähnen, Silvia, dass wir die Initiative eingebracht haben, die Vorzugsteuerabzugsberechtigung für Feuerwehren zum Beispiel, für Blaulichtorganisationen. Das ist für jede Gemeinde, für jede Kommune sehr viel Geld. Wenn ich mir 20% der Mehrwertsteuer zurückholen kann, ist das für jede Gemeinde viel Geld, das man investieren kann in andere Projekte, beispielsweise in soziale. Du bist zuständig auch für die Jugend. Ja. Was habt ihr da in Planen? Na, auch die Jugend ist in Deutschkreuz sehr stark. Ich komme an sich aus der Jugend und fühle mich ja nach wie vor sehr jugendlich. Es ist so, dass wir in Deutschkreuz seit langer Zeit, vieler Zeit immer wieder für Jugendliche ein offenes Ohr gehabt haben. Die Vereinfachung von Veranstaltungen, die Jugend zu unterstützen, von Lokalitäten. Wir haben Projekte in die Wege geleitet, seit 2009 zum Beispiel, wo wir über die österreichische Nationalagentur und der Europäischen Kommission mittlerweile das dritte Mal mittlerweile schon ein tolles Projekt für die Jugend aufgestellt haben, nämlich Grenzen freiwillig zu überschreiten im Jahr der freiwilligen Tätigkeit. Aber es gibt Gerüchte, dass die LBL nicht alles tut für die Jugend, dass sie fühlen ausgeschlossen, dass wir fühlen sie nicht einbezogen in die Entscheidungen, Bestimmungen. Mhm. Stimmt das? Kann ich so nicht bestätigen. Darauf angesprochen, mein Zugang, den ich habe, ich bin ja ortsansässig, Vizebürgermeister in Deutschkreuz. Was ich vom Land weiß, ist natürlich, dass wir natürlich keine Großpartei sind. Eine Großpartei hat natürlich andere Möglichkeiten, nämlich finanzieller Natur. Wir haben nicht das große Geld, sondern wir kommen direkt aus dem Bürger und haben dementsprechend wenige Mittel zur Verfügung. Wir haben natürlich Handlungsbedarf, da bin ich vielleicht bei dir, dass wir die Jugend stärker ansprechen sollten und müssen. In Deutschkreuz gelingt uns das sehr gut. Ich bin bei dir, wenn wir sagen, wir versuchen diese Mischung, was in Deutschkreuz gut funktioniert mit der Jugend, nämlich, dass sich die Politik rausnimmt und die Jugend nach vor in die Entscheidungsbotschaften reingeht, in die Entscheidungsmöglichkeiten reingeht. Da bin ich bei dir, da haben wir Handlungsbedarf und da wollen wir auch mehr tun. Die Frage, die Liste Burgenland oder LBL ist nicht in die Wirtschaftskammer vertreten. Mhm. Wem unterstützt ihr da? Die LBL ist nicht vertreten. Man muss auch natürlich bedenken, die Geschichte der LBL. Die LBL wurde von allen niedergeschmettert, wurde ja zunichte geredet. Wenn man sich erinnern kann an die letzte Landtagswahl, wo es geheißen hat, eine überparteiische Plattform einer Bürgerbewegung hat doch niemals eine Chance, in den Landtag einzuziehen. Wir haben es den Menschen bewiesen, den Politikern auch bewiesen, von Rot, Schwarz, Grün und Blau, dass es sehr wohl möglich ist und dass der Trend eindeutig der Bevölkerung dorthin geht, nämlich überparteiisch zu agieren. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft, auch in dieser Funktion auf das Wirtschaftsparlament bezogen, hier wirklich fachkundiges Personal zu entsenden. Vergleicht doch einfach die Möglichkeiten, die Rot und Schwarz aufnehmen. Viele Beamte, wenig Wirtschaftstreibende, die dort vertreten sind. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns die Wirtschaftspolitik vorstellen. Ja, das war nicht. Thank you.